Hallo, ich bin Michael Cox und aktiv bei Goliath Watch, einem Verein, der sich mit Konzernen bzw. Großunternehmen beschäftigt. Große Unternehmen und Konzerne haben durch ihre finanziellen Mittel und ihren Lobbyismus eine große Macht, die aus demokratischer Sicht problematisch ist. Diese Macht liegt besonders bei den Anteilseignern. Hier geht es um eine Unternehmensmitbestimmung, bei der nicht nur Beschäftigte und Anteilseigner beteiligt sind, sondern mindestens eine dritte Gruppe. Und bei der die Anteilseigner nicht mehr alleine entscheiden können. Im Folgenden erfahrt ihr, wie die bisherige Unternehmensmitbestimmung aussieht, wie geht eine einfache Wahl der dritten Gruppe und wo gibt es weiterführende Infos. Möglichkeiten, die Macht von Großunternehmen und Konzernen zu verringern, sind ihre Aufspaltung, Verdrängung oder Demokratisierung. Hier geht es vor allem um Demokratisierung bzw. mehr Mitbestimmung. Zunächst zur bestehenden Mitbestimmung. Und ich beziehe mich dabei auf die Mitbestimmung in Deutschland und zwar auch deshalb, weil diese im internationalen Vergleich weitgehend ist. Zwei Bereiche sind zu unterscheiden. Es gibt zum einen die betriebliche Mitbestimmung, in deren Zentrum der Betriebsrat ist, ein Gremium, in dem nur Vertreter von Beschäftigten sind. Darum geht es jetzt nicht. Und es gibt die Unternehmensmitbestimmung, in deren Zentrum der Aufsichtsrat ist. Ein Gremium, in dem derzeit Anteilseigner und Beschäftigte vertreten sind. Darum geht es jetzt zunächst einmal. Für die Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat gibt es das Mitbestimmungsgesetz von 1976, das für Unternehmen mit über 2000 Beschäftigten gilt. Unter anderem wählt und kontrolliert der Aufsichtsrat den Vorstand eines Unternehmens. Im Aufsichtsrat haben Beschäftigte und Anteilseigner bei oberflächlicher Betrachtung gleich viele Sitze. Bei genauerer Betrachtung fällt allerdings auf, dass die überwältigende Mehrheit der Beschäftigten benachteiligt ist. Dies bezieht sich auf zwei Punkte. Zum einen ist ein Beschäftigtenvertreter von den leitenden Angestellten. Ein weiteres Problem ist das doppelte Stimmrecht der Person, die den Aufsichtsratsvorsitz hat. Denn diese Person kann immer von den Anteilseignern gewählt werden. Wenn es darauf ankommt, haben die Anteilseigner also die Stimmenmehrheit. Sie können zum Beispiel alleine den Unternehmensvorstand wählen. Für einige wenige Unternehmen in der Eisen- und Stahlerzeugenden Industrie, die auch immer weniger werden, gibt es eine bessere Mitbestimmung, bei der Beschäftigte und Anteilseigner im Aufsichtsrat im Wesentlichen gleichberechtigt sind. Die Gewerkschaften haben es allerdings über viele Jahrzehnte nicht geschafft, dass diese bessere Mitbestimmung ausgeweitet wird auf die viel größere Zahl anderer Großunternehmen. Um für diese Unternehmen eine Unternehmensmitbestimmung zu erreichen, bei der die Anteilseigner nicht mehr allein entscheiden können, ist es hilfreich, wenn sich Gewerkschaften mit anderen Interessengruppen verbünden. Und ein gemeinsames Projekt für ein solches Bündnis kann die Forderung sein für einen Aufsichtsrat, in dem nicht mehr nur Anteilseigner und Beschäftigte vertreten sind. In verschiedenen Ansätzen zur Unternehmensmitbestimmung mit mindestens drei Gruppen werden verschiedene Interessen und Gruppen genannt. Zum Beispiel Umweltschutz, VerbraucherInnen, in der Umgebung lebende, Erwerbslose. Bei einigen Ansätzen mit dritter Gruppe sollen tatsächlich einzelne Aufsichtsratssitze an bestimmte Interessen vergeben werden, zum Beispiel für den Umweltschutz. Ein Problem dabei ist, festzulegen, wer über die Besetzung eines solchen Sitzes entscheidet und damit auch, wer dieses Entscheidungsrecht nicht hat. Ich bevorzuge stattdessen einen Ansatz mit Verhältniswahl, ähnlich wie wir das aus vielen Wahlen kennen, bei denen zum Beispiel eine Partei oder Liste mit 20% der Stimmen etwa 20% der Sitze hat. Der folgende konkrete Vorschlag zur Wahl der dritten Gruppe ist mit Verhältniswahl. Das Besondere bei der Verhältniswahl für die dritte Gruppe ist, dass es nicht um ein einzelnes Parlament geht, sondern um viele Gremien, also viele Aufsichtsräte zusammen. Trotzdem kann die Stimmabgabe dafür einfach sein. Mit einer Stimme für eine Liste. Wenn ein Parlament gewählt wird, werden Kandidatenlisten gewählt. Allerdings hier bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
gibt es nicht nur Kandidatenlisten, sondern auch Unternehmenslisten, also Listen, in denen Unternehmen aufgelistet sind. Jede Interessengruppe, die zur Wahl antritt, hat eine Unternehmensliste. Und für jedes Unternehmen eine Unternehmensliste gibt es eine eigene Kandidatenliste. Eine wahlberechtigte Person hat eine Stimme für eine Unternehmensliste. Ob die Interessengruppen, die zur Wahl antreten, eher politischen Parteien entsprechen oder eher Bündnisse von anderen Organisationen sind, wird die Praxis zeigen. Die Sitzverteilung für mehrere Aufsichtsräte zusammen funktioniert im Kern wie zum Beispiel die Sitzverteilung bei diversen Parlamenten mit Verhältniswahl. Es gibt aber Besonderheiten. Für die Sitzverteilung für mehrere Aufsichtsräte zusammen ist wichtig, dass zu erkennen ist, in welcher Reihenfolge die Sitze an die Unternehmenslisten vergeben werden. Diese Reihenfolge ist bei Verhältniswahlverfahren zu erkennen, und zwar mit sogenannten Höchstzahlverfahren. Zur Bedeutung der Reihenfolge ist hier ein Beispiel. In dieser Tabelle wird erst der 10. Sitz an die Unternehmensliste E vergeben. Da 9 Aufsichtsratssitze schon vorher an andere Unternehmenslisten vergeben wurden, kann es sein, dass für das Unternehmen auf Platz 1 dieser Unternehmensliste kein Sitz mehr frei ist. In dem Fall wird ein Sitz vergeben für das Unternehmen auf Platz 2 dieser Unternehmensliste, wenn für dieses Unternehmen noch ein Aufsichtsratssitz frei ist. Allgemeiner gesagt, je später ein Sitz vergeben wird, desto unwahrscheinlicher wird es, einen Sitz in einem besonders begehrten Unternehmen zu bekommen. Dies ist die zentrale Besonderheit, die bei der Sitzverteilung beachtet werden muss, damit Wähler mit einer einzigen Stimme Aufsichtsräte mehrerer Unternehmen wählen können. Zu ergänzen wäre noch, dass in einer Unternehmensliste ein Unternehmen auch mehr als einmal sein kann, sodass eine Unternehmensliste auch mehr als einen Sitz im gleichen Aufsichtsrat bekommen kann. Nach diesen Details vom Wahlverfahren möchte ich jetzt aber nochmal betonen, dass die Stimmabgabe sehr einfach ist. Eine Wählerin oder ein Wähler hat eine Stimme für eine Liste. Mehr zu diesem Ansatz ist zu finden in www.mitbestimmung.eu. Andere Ansätze mit dritter Gruppe sind zu finden in www.mitbestimmung.info. Dieser Mitbestimmungsansatz mit dritter Gruppe ist einfach in bestehende Strukturen zu integrieren. Mehr demokratischer Einfluss auf wichtige wirtschaftliche Prozesse ist damit möglich. Wenn du diesen Ansatz interessant findest, dann teile dies bitte mit anderen.